5.58 Uhr hier in Hamburg. Ich habe 5 Stunden geschlafen und bin super in Form. Hamburg lockt um 9.30 Uhr, fängt heute der große ADC-Kongress an. Heute Abend werden dann die goldenen, silbernen und bronzenen Nägel verlieren auf der Preisverleihung. Und anschließend geht's zur Aftershow-Party. Und ich sag euch, heute wird's für manche, wie mich zum Beispiel, ein 18-Stunden-Tag. Theater Grünspan in Hamburg. Hunderte von Kreativen warten, damit sie in den ADC-Kongress reinkommen. Und 17 Heroes of Content werden heute hier Konferenzen geben. Nochmal herzlich willkommen beim ADC-Kongress Heroes of Content. Content ist ja das Passwort der Stunde, um das sich auch heute alles drehen wird. Und man könnte sogar gehen und könnte, wie manche Leute sagen, Content is King. Ja, Content is King. Ich sage nein, es ist Content, nämlich Cat. Das war so sieht's aus. On stage, please welcome David Ching. Good night. How fucking cool is Patrick? Following up Patrick. Alright, let's crack on. Let's do this. Alyssa Lee hat 2014 ihren YouTube-Channel Reading Unicorns gegründet und hat inzwischen 65.000 Abonnenten. Ja, also wenn ich ein Kleid trage, fragen die Leute natürlich von, wo ist das? Ist das von dir? Können wir das bei dir kaufen? Und die Leute fangen natürlich an, einen Personenkult um dich zu schaffen und kommen in den Laden, weil sie denken, ah, da kann ich sie treffen. Und dann kaufen sie natürlich Sachen, nicht weil sie die jetzt super geil finden, was ich natürlich schade finde, aber bleiben wir realistisch, sondern die kaufen die, weil ich sie gemacht habe. So, jetzt ist Mittagspause. Lecker Cheeseburger hier am Food Truck. Wir haben viel gelernt, aber 3 Stunden hintereinander, wo waren wir jetzt? Wie heißt Kongress. Das? Im Kongress, ja, im Kongress. Und da bin ich auch Hunger und jetzt kommt erstmal der XL New York Cheeseburger dran, obwohl ich ja Paleo-Diät mache und das Brot ist vollkommen, geht gar nicht, aber ich habe jetzt richtig Hunger. Ha? Britta, ja. Du bist einer der Top-Kreativen hier in Deutschland. Wir haben ein Thema vom Festival, das ist The Content of the Ideas. Was sagst du dazu? Ja, für mich ist das immer quasi, dass man etwas findet, wofür eine Marke stehen kann, eine Haltung, für die eine Marke stehen kann und das eben mit Leben zu füllen. Ob das nun mit klassischer Werbung passiert oder mit einer Social-Media-Kampagne oder eben halt mit einer richtig guten Content-Kampagne, das ist dann eigentlich egal. Aber zuerst und an allererster Stelle steht immer die Idee und die Haltung für eine Marke. Und das ist die Kunst der Kreativen, das gemeinsam sozusagen mit den Marketing-Leuten zu entwickeln. So, hier der Gratis-Shuttle. Wie viel gehen da rein? Komm, Käthe, wir nehmen den nächsten. Hä? Nimmst du mich mit, Käthe? Alle, komm rein. Was ist ein Lounge Lab? Lounge Lab ist im Prinzip ein nettes Get-Together. Wir haben ein bisschen Präsentation. Dazu sitzt man nett zusammen, kann sich unterhalten, diskutieren. Und wir zeigen dann eben, wie kreative Prozesse auf dem Microsoft Surface und der Creative Cloud aussehen können. Und dann kriegen die auch noch ein Essenspaket. So sieht's aus, ja, genau. Damit sie nicht verhungern. Das ist der Plan. Hier geht's zur ADC-Ausstellung. Yeah. Was macht ihr hier? Aufladen, ne? Ja, wir sind die Ladestation. Ihr seid die Ladestation. Und wenn wir jetzt uns bewegen, komm, wir müssen. So. Dann, was sag ich? Wo sind die Toiletten? Wo ist eigentlich die Toilette? Und das ist die Ausstellung vom ADC. Hier kann man über hunderte Quadratmeter sich alle Arbeiten anschauen, die die Kreativdirektoren im Voraus ausgewählt haben. Hallo, wie heißt du? Was machst du im Leben? Hi, ich bin Mia, ich bin Freelance-Fotografin und bin hier im Einsatz für die Kunstschule Wandsbek. Und Battle of Content, gute Frage. Ich würde sagen,
der Kampf um die besten Inhalte, wahrscheinlich auch die besten dann. Ja, und die coolsten Ideen. Ja. And time was endless. Our ways were always the same. Denen, die Nein, Nein und wieder Nein gesagt haben, Nein zu guten Ideen, Nein zu sehr guten Ideen, Nein zum Texter, Nein zum Artdirektor, Nein zum Kunden. Kann. Da ist es. Also wenn eine Arbeit in verschiedenen Kategorien Punkte gesammelt hat, dann sammeln wir diese Punkte, zählen sie zusammen und dann gibt es die Hitparade der Top 30, die wir heute Abend sehen werden. Okay, das war das Finale hier im Theater Kampnagel in Hamburg vom ADC. Ich habe 3 Tage lang gearbeitet, aber auch nachts sehr spät gefeiert. Und darum gehe ich jetzt mal ins Bett und erhole mich mal und lasse die anderen 1200 Leute richtig Party machen. Also, ich sage au revoir und bis nächstes Jahr zum nächsten ADC.